Hier ist Radio Elvershausen. Mein Name ist Michael Herbert. Wir sind hier in der alten Schmiede in Hörblach. Man sieht noch den Amboss vorne dran. Mir gegenüber sitzt der Peter Buchenau. Hallo, Herr Buchenau. Hallo, grüße. Herr Buchenau, ich habe mich natürlich im Vorfeld vorbereitet und auch recherchiert. Mit Chefsache haben Sie sich ja einen Namen gemacht zwischenzeitlich. Ich glaube, bis heute haben Sie auch insgesamt 16 Bücher veröffentlicht. Neben der Autorentätigkeit nimmt man sich aber noch als Sparringspartner, Redner und Kabarettist wahr. Warum Sparringspartner? Ja, das ist ein Begriff, wo mich viele fragen. Ja. Und es kommt eigentlich daher, weil ich der Meinung bin, dass der klassische Trainer, Berater, Coach-Beruf am Aussterben ist. Es gibt auch da immer diese Kämpfe, bin ich jetzt Coach, bin ich Mentor, bin ich Berater, bin ich Therapeut. Und die ganzen Gruppen bekämpfen sich auch untereinander. Aber aufgrund der Digitalisierung, der Globalisierung, wird es immer schwieriger, natürlich für einen Menschen eine passende Lösung zu finden. Und das kann nicht immer nur Coaching sein oder Mentoring sein oder dementsprechende Therapie sein. Und sehr oft muss man eben über den Schatten springen und andere Möglichkeiten hinzuziehen. Und deshalb ist dieser Begriff Sparringspartner eigentlich das Richtige am Markt, weil dann kann ich gegenüber meinem Klienten den Hut aufziehen, den er gerade in dieser Situation braucht. Braucht er Training, mache ich den Training. Braucht er Coaching, mache ich Coaching. Macht er dementsprechend ein Mentoring, dann kriegt er dementsprechend mich als Mentor. Und also ganz auf die Situation bezogen, individuell, kann ich somit auf den Betroffenen eingehen. Das ist ja das Wichtigste, was wir mitbekommen haben, sind unsere Potenziale, also Fähigkeiten und Talente. Jeder hat mindestens eins und da ist auch ein Coach oder ein Trainer gut, sozusagen mit rauszufinden, was liegen denn für Fähigkeiten und Potenziale überhaupt vor. Ja, wie kommt es denn zur Bühne und wie zum Kabarettisten, Herr Brunner? Ja, das ist ein alter Kindertraum von mir gewesen. Ja, also und auf der einen Seite habe ich schon als kleines Kind, als Jugendlicher Kindertheater gespielt, im Südbadischen, wo ich herkomme. Und da kam natürlich das Elternhaus dazwischen und hat gesagt, Junge, lern was Gescheites. Ja, mit Theater, mit Bühne kannst du kein Geld verdienen. Und so habe ich eine klassische Karriere hingelegt im Industriebereich, bis zur Nummer 2 in einem US-Konzern aufgestiegen in Europa. Bis ich dann irgendwann mal keine Lust mehr dazu gehabt habe und gesagt habe, Mensch, was kannst du eigentlich? Und dann fiel mir wieder ein, eigentlich kann ich nur eins, und das ist Reden. Ja. Und über dieses Reden bin ich dann wieder zurück zur Bühne gekommen und habe dann eigentlich aber auch realisiert, dass die ganzen Jahre auch im Management eigentlich nichts anderes war wie eine Rolle, die ich gespielt habe. Und so war der Schritt relativ klein wieder direkt auf die Rolle, direkt wieder aufs Theater zurückzugehen, einfach mit der Gewissheit, dass ich die ganze Zeit eine Rolle gespielt habe. Und Kabarett, naja, ich meine, Humor ist die beste Medizin, warum nicht auch in der Wirtschaft? Ja, und jetzt kommt ja noch erschwerend mit dazu, dass Sie ja auch in der Schweiz unterwegs sind und Sie sprechen unglaublich Schweizerdeutsch. Vielleicht können wir das nächste Mal, dass die Leute mal sehen, wie gut Sie auch Schweizerdeutsch sprechen. Umgangssprachlich werden Sie als Indianer der Coaching-, Berater- und Redner-Szene bezeichnen. Warum denn das? Ja, dieser Begriff ist Schweizerdeutsch. Ja, jetzt in Schweizerdeutsch, ja. Das ist natürlich schwierig jetzt hier. Dann verstehen mich die Leute ja nicht mehr. Deshalb versuche ich es jetzt eher in Deutsch zu machen, okay, mit einem Schweizer Akzent. Ja. Natürlich, warum Indianer? Weil ich denke, was festgestellt worden ist, ich schaffe es sehr schnell, in die Menschen zu lesen. Also zu sehen in der Situation, wo sind ihre Fähigkeiten, wo sind ihre Wünsche, ihre Ziele, wo wollen sie hin. Es ist also im Prinzip das Suchen nach einem Ziel, also eine Fährte suchen und diese Fährte dann aufnehmen und den, ich sag mal, Hilfesuchenden dann zu begleiten auf seinem Weg, auf seinem Ziel. Und das ist ja die Ursprungsidee der Indianer auch immer gewesen, Fährten suchen, Wege begehen, oft in neue Wege vorzustoßen, wo noch keiner da war. Und wahrscheinlich ist dieser Begriff in dieser Art entstanden. Manche finden ja erst mit 60 Jahren ihre Berufung. Und das ist meines Erachtens das Wichtigste, dass man seine Berufung findet und wenn da einem jemand dabei helfen kann, diese Berufung zu finden. Wozu tun Sie das Ganze eigentlich mit dem Kabarett? Ja, auf der einen Seite, wie ich gesagt habe, Humor, finde ich, kommt in unserer Gesellschaft extrem zu kurz, vor allem auch im Business-Bereich. Und eigentlich sollte doch alles Spaß machen, was wir tun. Ja.
Und wozu tue ich das? Ich sage immer, ich bin nicht auf die Welt gekommen, um durchzukommen, sondern um Spuren zu hinterlassen. Und wenn ich das mit ein bisschen Humor machen kann, dann gehe ich den Weg gerne weiter. Das kann ich auch bestätigen, wenn man viele schöne Videos macht. Das sind Spuren, die man einfach hinterlässt. Richtig. Und Gott sei Dank mittlerweile ja auch über hunderte von Jahren digital erhalten bleiben. Ist es so auch mit Ihrem neuesten Projekt, die Chefsache Expertengemeinschaft? Ja, auch da wollen wir natürlich neue Wege gehen. Es gibt in Deutschland rund 200.000 Berater, Trainer, Coaches am Markt. Und leider gibt es dazu keine Qualitätsrichtlinien. Also es kann sich auch heute jeder Manager nennen, ohne irgendwelche große Vorausbildungen und auch Berater in dieser Art und Weise. Und so haben wir gesagt, Mensch, wie soll eigentlich der Hilfesuchende an einen qualitätsorientierten Menschen herankommen, weil der Markt dann wirklich überfüllt ist. Und so sind Falk Alomari und ich auf die Idee gekommen, haben gesagt, Mensch, wir machen einfach sehr hohe Qualitätsanforderungen und damit und die legen wir die auch öffentlich dar, was es ja so in dieser Art und Weise noch nicht gibt. Und dann kann zumindest der Hilfesuchende anhand dieser Qualitätsanforderungen eine Art und Weise von Mindestanforderungen sehen, welche Qualitäten die sogenannten Experten haben. Und das gibt ihm doch ein gewisses Gefühl an Sicherheit, um dann den richtigen Berater, Trainer oder Coach dann auch dementsprechend zu engagieren, den er für sein Business braucht, weil Falk und ich dann für die Qualität eigentlich zuständig sind, jeden dieser 99 Leute oder Experten geprüft haben. Es wird auch ganz klar nur begrenzt sein auf 99 und nicht mehr, weil da können wir eine Qualitätskontrolle sicherstellen. Wenn Sie heute einen Verband haben mit 1.000, 2.000, 5.000 Leuten, können Sie keine Qualität mehr sicherstellen, was in den Verbandsmitgliedern drin ist. Und deshalb ist es bei uns ganz klar begrenzt auf 99 Personen. Wenn jetzt heute jemand zuschaut, wovon ich fest ausgehe, und interessiert sich dafür, wo kann er sich denn dafür bewerben am Wochenende? Bewerben kann er sich nicht für die Experten 99, wenn wir auf der Expertenseite jetzt sind. Dazu wird man berufen, das heißt, wir kennen relativ gut den Markt. Auf der einen Seite, aber wenn er natürlich ein Hilfesuchender ist, dann ist das Einfachste, was er machen kann, ein E-Mail schreiben an anfrage@peterbuchenau.de oder an anfrage@expertengemeinschaft.de. Da kriegt er relativ schnell Hilfe. Also ich muss sagen, wow, ich bin ganz begeistert. Sie haben einiges vor, Herr Buchenau. Ja, dann würde ich sagen, das war ein ganz tolles Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie bei uns waren, hier in Herblach in der Alten Schmiede. Vielen Dank, Herr Buchner. Dankeschön auch. Bis zum nächsten Mal. Danke.